Bei diesem Konzept zeigen wir zum einen eine möglichst optimale Methode für den Fahrer, eine Bedienung im Fahrzeug durchzuführen. Das heißt, wir haben eine Touch-Oberfläche, Slider-Funktion und Tasten. Es gibt zusätzlich die Funktion der Krafterkennung und des haptischen Feedbacks. Das heißt, ich bekomme einen Impulsempfänger, wenn ich die Funktion ausgewählt und ausgelöst habe. Wir haben das Thema Glas, Materialien. Auf der anderen Seite zeigen wir hier die Kombination mit den Stärken unserer Firma Precar Connect, die das Thema Connectivity, Security und Verbindungen zeigt. Eine Möglichkeit auch zu bedienen ist in diesem Fall ein einfaches Consumer-Elektronik-Gerät. Ich kann hier genauso Bedienungen machen. Hier geht es um das Thema Fernbedienung und was dazugehört, ist natürlich auch das Thema Rechte-Management, weil es wird immer Funktionen geben, die nur der Fahrer bedienen darf.